Seit vergangenem Montag wurde auf der Werdauer Straße im Bereich der Marienthaler Höhe eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer hergestellt. Diese soll das Queren der Werdauer Straße erleichtern. Besonders die Anlieger der beiden angrenzenden Wohngebiete und die Besucher des Weißenborner Waldes werden profitieren. Auch die beiden Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe sollten gerade für Schulkinder mit deutlich weniger Gefahr erreichbar sein. Beidseitig auf der Werdauer Straße wurden die Hochborde auf einen Anschlag mit 3 cm abgesenkt. Im Bereich der Absenkungen wurde der vorhandene Gehweg in die derzeitige Grünfläche mit Betonpflaster befestigt. Die Arbeiten werden unter Einengung der vorhandenen Fahrstreifen realisiert. Auch in der Schubertstraße in Zwickau-Pölbitz finden Bauarbeiten statt. Auf einem 120 Meter langen Teilstück der Schubertstraße findet eine Deckenerneuerung statt. Der Baubereich liegt zwischen der Zufahrt Schubertstraße 3 und dem Bahnübergang. Neben der Deckenerneuerung werden außerdem defekte Bordsteine ausgetauscht und die vorhandenen Straßenabläufe erneuert. Seitens der Zwickauer Energieversorgung GmbH ist die Erneuerung des vorhandenen Niederspannungskabels vorgesehen. Die Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt. Während des Deckenschichteinbaus wird es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung kommen. Der Verkehr wird für diesen Zeitraum über die Niederhohendorfer Straße, Schubertstraße Nord umgeleitet. Alle Arbeiten sollen Anfang Dezember diesen Jahres abgeschlossen sein. Eine Baumaßnahme, die vorfristig abgeschlossen werden konnte, ist der Poetenweg. In den vergangenen Monaten erfolgten neben den eigentlichen Straßenbauarbeiten, der grundhaften Erneuerung der Fahrbahn, Errichtung von Parkständen, Gehwegen und Baumbeeten, die Sanierung des Mischwasserkanals sowie die Anschlussleitungen im Auftrag der Wasserwerke Zwickau GmbH. Die beidseitig angeordneten Parkstände und Grundstücksüberfahrten wurden mittels Granitkleinpflaster befestigt. Bei der Durchführung der Baumaßnahme wurden auch die Belange der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. So erfolgte die Ausstattung der Überquerungsstelle in den Einmündungsbereichen Moritzstraße und Bosestraße mit entsprechenden Bodenindikatoren. Auch wenn die Schlussrechnung des Baubetriebes noch nicht vorliegt, kann bereits jetzt eingeschätzt werden, dass die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 765.000 Euro eingehalten wurden.